Immer noch im Gespräch mit David Schirmacher, Gründer und Geschäftsführer von Flörke. Da geht es um die klassischen Männeraccessoires, werden neu interpretiert. Ich habe ja ganz zu Anfang auch gesagt, bekannt geworden, vor allen Dingen auch im richtig großen Millionenpublikum bekannt geworden durch die Sendung Höhle der Löwen. Wenn man das nochmal so ein bisschen zurückdreht, ist das schon ein bisschen länger her. Aber im Endeffekt ging es am Anfang, glaube ich, um ein Investment in Höhe von 100.000 Euro. Das war der Anfang, aber es ging danach noch ein kleines bisschen weiter auch für euch. Genau, also wir haben danach auch, und wir hatten ein Abendessen in Köln mit allen drei Löwen, die in uns investiert haben. Und dann habe ich auch noch mal ein paar Zahlen präsentiert, die ich in der Show auch nicht so gesagt hatte. Die waren ja schon sehr beeindruckt, auch von dir auch in der Sendung. Das ging ja wirklich sehr, sehr gut. Ja, da wurde auch natürlich vieles weggeschnitten. Okay. Das hätte man auch alles nicht senden können, glaube ich, also, weil es dann zu überschwänglich geworden wäre. Aber da waren auch ein paar Reaktionen noch bei, auch gerade nach der Präsentation. Ja. Die waren wirklich von ausnahmslos allen Löwen sehr, sehr, sehr positiv. Und da haben sie dann so ein, zwei von genommen, die nicht ganz so überschwänglich waren. aber wir haben noch ein paar Zahlen präsentiert, ein paar Sachen, die wir auch nicht zeigen, nicht so unbedingt der Show sagen konnten. Man darf zum Beispiel nie Markennamen erwähnen. Ne? Ja. Das heißt, da kann man bestimmte Themen schon nicht erwähnen, auch was wir noch in der Pipeline hatten. An. Ja. Und dann habe ich gesagt, das Unternehmen ist eigentlich noch mehr wert. Habe gesagt, wir müssen wenigstens noch mal 50% draufschlagen. Mhm. Und kam vor allem von Frank kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Ja. Wir haben zum Beispiel noch für unseren Webhoster irgendwie $35.000 Guthaben einfach geschenkt bekommen. Wow. Und wir haben noch mal 15.000 Euro für Webdesign und für Grafikleistung und ganz viel bekommen. Wir haben Shooting umsonst. Also wir haben noch ganz viel dazu bekommen am Ende. Und dadurch hat sich das Gesamtinvestment dann auf über 180.000 Euro erhöht. Wow. 180.000 ist so, was wir sagen. Da kamen noch ein paar Geschenke dazu. Bist du denn jetzt im Endeffekt, haben alle Löwen ihre Versprechen bis jetzt eingehalten? Weil drei sind ja mit dabei. Mhm. Wie sieht momentan so der aktuelle Kontakt zu den Investoren aus? Also wir haben, da sind ja drei Arbeitsbereiche eigentlich auch. Also der Frank, der ist ja ganz firm, was Webdesign, was Apps, was Online-Marketing. Auch Coaching vielleicht auch so ein bisschen von Online-Marketing. Also der Frank baut wirklich Unternehmen, das merkt man auch so im alltäglichen Umgang. Er hat auch wirklich, ist ja mindestens genauso wichtig, ein super tolles Team dahinter, auch von einem CTO und einem CFO, also die wirklich ganz tief in Themen einsteigen können, auch in Businesspläne, in technische Themen, war ja ein Riesenthema. Wir haben drei Monate nicht geschlafen, weil wir unseren Server online halten wollten. Ja. Ne? Ich glaube, es gab nur zwei Startups, die haben es wirklich geschafft, online zu bleiben. Alle anderen sind da ja abgeraucht. Ne? Ja. Und da geht einem ja auch nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Geld. Eine Menge Geschäft geht da flöten. Genau, entgeht einem da. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, es wäre auch mein Anspruch gewesen, das passiert mir nicht. Ne? Wir bleiben auf jeden Fall live. Unsere Seite, da gibt es keine Fehler. Ne? Das ist auch so ein Selbstanspruch gewesen. Ja. Und dann, das war natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Da hat uns das Team von Frank super unterstützt bei. Die Webseite haben wir neu entworfen. Wir haben ganz viel mit Online-Marketing angefangen, was wir vorher gar nicht so wussten, wie das funktioniert und wie da die Zusammenhänge sind. Ne? Und ich war ja nur ein einfacher Fliegenverkäufer und dann sollten wir plötzlich einen Online-Shop leiten mit 100 Bestellungen am Tag. Und das hatten wir vorher so ja gar nicht. Und deswegen ist das Coaching natürlich auch sehr intensiv ausgefallen bei uns, denke ich. Und dann finde ich es natürlich, also rechne ich es auch Frank und seinem Team hoch an, dass die sich auch die Mühe gemacht haben, in uns so viel Zeit zu investieren. Ne? Ja. Und Judith hat auch ihr Versprechen voll eingehalten. Also wir sind ja bei HSE vor zwei Wochen das erste Mal auf Sendung gegangen. Die Produkte haben sich auch sehr, sehr gut verkauft. Also bin ich auch dem HSE-Publikum sehr dankbar, dass sie uns soweit so viel unterstützt haben. Und der Herr Oeger hat sich bisher noch eher ein bisschen im Hintergrund gehalten. Okay, aber er ist zumindest modeltechnisch bei euch auf der Seite hier mit drauf, nämlich mit der, das passt natürlich zu ihm, diese klassische Linie, die wir hier haben. Also die vertritt er natürlich wie kein anderer. Ich habe auch immer wieder gesehen, er trägt auch unsere Sachen sehr gerne. Ja, du checkst das dann auch immer auf Zwischen. Ich kriege ab und zu mein Bild zugeschickt. Sehr gut. Von der Gala oder sowas in der Art. Und der vertritt das natürlich auch Smoking, klassische Herrenmode, ist natürlich ganz, ganz stark bei ihm. Wir haben auch mal mit dem Produktionsteam geredet, ob er in der nächsten Staffel nicht unsere Sachen immer tragen kann. Dem war das, glaube ich, ein bisschen zu viel Werbung. Aber von seiner Seite aus hätte es da keine Probleme gegeben. Aber das sind so die drei Arbeitsbereiche. Ja. Und
ich denke, der Öger, der hat vor allen Dingen sehr, sehr gutes Stilempfinden und auch viel Geschmack. Und, das denke ich auch. Das hat man aber auch in der Sendung auch schon gesehen. War ja immer absolut akkurat auch gekleidet. Genau. Also das passt definitiv auch sehr, sehr gut dann auch zu ihm. Zum einen gibt es die Sachen natürlich über euren Online-Shop. Aber aktuell gibt es auch was zu vermelden. Ihr seid jetzt mit eurem ersten eigenen Store unterwegs. Genau. Aber nicht in Bonn, könnte man ja erstmal meinen, bei dir in der Heimat. Ihr seid in Wien gelandet mit einem Store. Ist noch gar nicht jetzt so lange her. Wie waren die Eröffnungen überhaupt? Das ist ja absolut irre, dass ihr jetzt schon den ersten eigenen Store auch habt. Ne? Also mit Bonn ist nicht ganz richtig. Wir haben einen Lager verkauft, der ist jeden Tag offen. Mhm. Kriegt man jedes Produkt 10 Euro günstiger. Da kommen auch jeden Tag Kunden. Und vor allen Dingen geht es um Geschenke, quasi Geschenke, die schon zu spät sind. Ja. Also die quasi, die schon heute am gleichen Tag, die nicht bestellen wollen. Also in unserem Lagerverkauf im Markt kommen ganz viele. Und Österreich haben wir genommen. Erstens ist Wien, also wir versuchen mit unseren Produkten ja so ein bisschen Klassik und Moderne zusammenzubringen. Und in Wien habe ich auch in einem Hotel übernachtet. Das war genau dieses perfekte Bild von Österreich und auch von Wien im Besonderen, was ich so habe. So, das war eine super moderne, schicke Eingangstheke, hätte in New York sein können. Ich lasse parallel auch mal ein paar Fotos der Eröffnung mit dabei. Aber im Hotelzimmer war das dann mit Stuck und einer geprinteten Tapete. Ja. Also so dieses Zusammentreffen von Moderne und Schick, Moderne und Klassizismus. Und unser Shop ist, glaube ich, auch so ein bisschen was. Wir haben ein bisschen moderner ausgestattet, auch mit viel Glas, aber in einem super alten Gebäude aus dem 14. Jahrhundert. Und, seid ihr richtig zentral auch in der Stadt? Ja, wir sind absolut zentral. Wir sind gegenüber von der ehemals königlichen Lipizzanerzucht. Ja, gut, das ist auf jeden Fall doch wirklich schon mitten in... Super zentral. Hättest du das jemals gedacht? Du hast mal irgendwann im Interview gesagt, ich habe immer gerne... in Anführungszeichen lieber erstmal kleinere Ideen gehabt. Aber wenn du jetzt mal so im Nachhinein jetzt diese Sachen hier, das ist doch, muss doch immer noch für dich total krass sein irgendwie. Ne? Ja, das fragen mich in der Tat immer wieder Leute, ob ich dann nicht jede Nacht schlecht schlafe. Aber ich hätte selber nie gedacht, dass sich überhaupt so viele Leute für unsere Produkte überhaupt interessieren. Es freut mich natürlich mit jedem Einstecktuch, das ich auf der Straße sehe, mit jedem Kunden, der sich positiv zurückmeldet. Und ich lese auch immer unsere Kundenkontakte so nachmittags nochmal mit durch. Und das freut mich natürlich für jeden Einzelnen, dass es viel besser angenommen wird, als ich es mir selber jemals hätte erträumen können. Ja. Und das finde ich natürlich ganz toll. Also ich bin dankbar, dass das so positiv aufgenommen wird, und geplant war das auf keinen Fall. Ja. Jetzt durch den großen Bekanntheitsgrad auch, kann man ein bisschen was zum Thema Umsatz bei euch sagen. Wenn das jetzt mal so ein bisschen vergleicht zu den Anfängen, wie sieht es momentan bei euch aus? Also wir haben, erstens haben wir einfach mit Großkundenbestellungen angefangen zu arbeiten, also mit großen Online-Shops, mit ersten Läden, und deswegen sind wir natürlich dadurch schon allein in eine andere Umsatzregion gekommen, weil die Bestellungen, die sind immer mindestens fünfstellig. Das war für uns vorher ja gar nicht. Also vorher war unser Geschäft immer ganz viele kleine Pakete packen für Endkunden, und dieses Geschäft, dass wir ein großes Paket packen und damit viel Geld machen, das hatten wir ja vorher so gar nicht. Ja, das ist dazu gekommen, und auch unser Online-Shop läuft ganz anders. Also der ist da muss man auch sehr viel dazulernen, gerade beim Kundenservice. Ja. Weil was macht man, wenn plötzlich mal irgendwie 300 Nachrichten am Tag kommen? Klar, das muss alles irgendwie beantwortet werden. Genau, oder am Abend der Sendung waren es 4.000. Ja. Also und vorher hatten wir in der Woche vielleicht 10 Anfragen. Ja. Mit Bestellungen, die nicht ankommen. Deswegen sind wir da eine ganz andere arbeitsmäßig eine andere Dimension gekommen. Und auch, was wir an Umsatz über den Shop haben, da haben wir jetzt im Moment in knapp drei Tagen etwa, was wir vorher im Monat hatten. Ja. Also, das ist schon ein riesiger Anstieg auf jeden Fall. Definitiv. Wenn wir noch mal kurz auf die Seite gehen, dass wir vielleicht auch den Zuschauern mal so ein bisschen zeigen können, wie man auch durch navigiert. Ja. Wir haben ja hier die verschiedenen Kategorien, und was ich auch sehr schön finde, du kannst relativ schnell auch klar sagen, für welchen Anlass du Sachen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich sag mal, ich müsste jetzt ganz dringend zu irgendeinem Ball jetzt am Wochenende, da kann man einfach hier draufklicken und das auch sehr schön auch filtern nach Farbe und nach Muster und nach den unterschiedlichen Kollektionen. Wir sehen auch schon hier, einige Sachen sind auch schon ausverkauft. Das ist ganz schlecht. Obwohl es eigentlich auf der anderen Seite aber auch gut ist. Ne? Wir sind auch jetzt gerade natürlich jeden Tag sind wir am Nachbestellen. Ja. Also wirklich, wir haben wöchentlich Order-Volumina, die hatten wir vorher im halben Jahr. Ja. Und sind ganz, ganz viel am Nachbestellen. Wir haben immer so ein bisschen müssen wir ein bisschen gucken, wie kriegen wir Großkunden, wie kriegen wir Endkunden hin. Und das wichtig ist uns natürlich immer das Feedback von den Endkunden über die Seite. Und wir versuchen dann auch immer viel mehr Chargen für den Online-Shop freizuhalten.
das mit mehr oder weniger großem Erfolg jetzt zum Beispiel war, neulich haben wir auch ein Paket gemacht mit roten Produkten, das war, was oben aus ist. Und dann war das früher so, das wurde 3-4 Mal bestellt. Ja. Und jetzt sind es plötzlich 100, 120 Mal. Und dann müssen wir noch ein bisschen dazulernen, auf jeden Fall. Ja. Wir wollen vielleicht auch mal ganz kurz mal reinschauen, wie dann so ein bisschen auch, ja, kann man so sagen, auch die aktuelle Kollektion Herbst-Winter 2015. Da gibt es von euch, bei euch auf der Seite auch ein sehr schönes Video zu. Ein Preview, kann man sagen, zu einem aktuellen Shooting von Flörke. Das gehört natürlich auch mit dazu. Ich finde auch sehr, 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 sehr cool geworden, auch mit Musik unterlegt. Und da wollen wir natürlich mal ganz kurz reinschauen, wie das aussieht. Jawohl, von Flörke, so sieht's aus, die aktuelle Kollektion. Die Zeit rast, wir könnten noch Stunden weiter erzählen, vielleicht aber noch ganz zum Abschluss, weil das, finde ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil wir haben über den aktuellen Store gesprochen, aber jetzt auch gerade vor dem Weihnachtsgeschäft, es gibt noch eine große Geschichte zu verkünden. Ihr werdet bald auch, ja, ich kann sagen, noch bekannter werden, beziehungsweise noch präsenter sein. Wo habt ihr die letzten Monate dran gearbeitet? Was wird jetzt passieren? Also wir haben jetzt wirklich seit einer Woche unterschrieben, eine Kooperation mit Kaufhof, also auch eine Zentrallistung, wie man das ja dann so unsexy nennt. Aber was das bedeutet, ist, dass wir in allen großen Kaufhöfen noch vor Weihnachten oder zu Weihnachten exklusiv eingeführt werden. Wow. Dann reden wir von den Top-Filialen, also Berlin, München, Berlin, München, Köln und Frankfurt. Ja. Und dann noch von 5, 6 anderen Filialen, das heißt auch noch von Köln, Bonn, von Heilbronn, Oberhausen, Stuttgart, Hannover, also von allen großen Filialen, die es gibt. Und da werden wir dann auch zum zweiten und dritten Adventswochenende werden wir die Leute auch mit einer Modelshow, also mit ein bisschen Model-Action und mit einem Eyecatcher und einem eigenen Tisch überraschen. Und wollen dann natürlich uns auch ein bisschen als das Weihnachtsgeschenk präsentieren. Und ich denke, dass ist was gerade sehr viel Mühe von uns erfordert, und aber wir noch umgesetzt bekommen. Wunderbar. Also richtig viel los bei von Flörke. Vielen, vielen Dank, David Schirmacher, für deinen Besuch. Jetzt sind wir leider nicht mehr dazu gekommen, die Fliege zu binden, aber hier ist eine fertig gebundene. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was ich da machen kann, weil das kriege ich definitiv hin. Wirklich alles Gute für die Zukunft. Macht weiter so. Könnt ihr alles nochmal nachlesen bei uns auf der Homepage. Da gibt es die ganzen Infos. Da kommt ihr auch direkt auf die Seite drauf. Und mal schauen, vielleicht findet ihr das Passende bei ihm auf der Seite. Danke fürs Zuschauen. Wir sind definitiv morgen wieder da. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit dem Sport, Klick und Lifestyle. Einen schönen Abend und viel Spaß noch im Programm hier bei NRW TV. Vielen Dank! You make me feel so young.